Die Legenden von Andor. Die Legenden von Andor führt 2 bis 4 Spieler in eine Welt voller Abenteuer. Über 5 Legenden sollen wir unsere Burg verteidigen und dabei noch knifflige Aufgaben erfüllen. Dabei ist der Spieleinstieg richtig einfach. Die erste Legende dient als Einführungsspiel und hält alle wichtigen Informationen und Regeln bereit, Learning by Playing, und das setzt sich in den späteren Legenden fort. Wichtiges ist geschickt in den jeweiligen Legendentexten eingeflochten. Der Spielplan zeigt das Land Andor, das von dunklen Kreaturen bedroht wird. Jedem unserer Helden stehen 7 Stunden pro Tag für Lauf- und Kampfaktionen zur Verfügung. Sind diese Stunden aufgebraucht, dann bewegen sich die Kreaturen weiter in Richtung Burg und der Legendenerzähler rückt weiter. Letzteres passiert auch, wenn wir eine Kreatur bezwungen haben. Eigentlich ist das gut, aber erreicht der Erzähler das Feld N, dann muss das Legendenziel erfüllt sein oder das Spiel ist verloren. Zum Glück gibt es aber Hilfe. Brunnen zum Beispiel stärken den Willen, der Händler verkauft Ausrüstungsgegenstände und der Trank der Hexe, der erhöht unsere Kampfkraft. Gekämpft wird mittels Würfeln, wobei die Summe aus Stärke und höchster Augenzahl den Kampfkraft ergibt. Und ist diese höher als die Kampfkraft der Kreatur, verliert diese Willenspunkte und im besten Fall sogar ihr Leben. Die Legenden selbst werden nach und nach schwieriger bis hin zum Finale in Legende 5. Die Legenden von Andor ist ein opulent ausgestattetes und vor allen Dingen grafisch erstklassig umgesetztes Spiel. Und die gelungene Mischung aus Brett- und Rollenspiel erfordert eine gute Planung, etwas Würfelglück und vor allem ein gutes Zusammenspiel der Spieler. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen.